Wir sind an den Stadtrand von Rostock nach Lichtenhagen-Dorf gefahren. In dem Landgasthaus zur guten Laune haben wir Hans-Jürgen Bayer bei seinem dortigen Live-Auftritt begleitet. Schon die Begrüßungsworte von Waldemar Krenz an Hans-Jürgen Bayer gerichtet, zeugen von der Vorfreude auf den Schlagerstar. Sie werden es ja wissen, seine Karriere begann bereits mit 8 Jahren in dem berühmten Thomaner-Chor und hat auch ein Hochschulstudium für Musik in Leipzig absolviert, was er mit sehr gut bestanden hat. Er wurde dann berühmt mit dem Superhit Tag für Tag. Das wird der ein oder andere sich noch erinnern, denn wir sind ja die Generation, die das noch alles einschätzen kann. In seinem Werdegang war er in unterschiedlichen Ländern, allerdings, wie wir immer sagen, rechtsrum, hat es aber geschafft bis nach Japan und hat auch dort eine entsprechende Anerkennung bekommen und Auszeichnungen sowie Diplome, die dann auf Festivals abgehalten wurde. Ein besonderer Auftritt ist bei Dieter Thomas Heck. Musik liegt in der Luft. Einen gesonderten Auftritt hatte und damit weitaus bekannt wurde. Diese sympathische Stimme wurde auch mitunter genannt Mike Jagger des Ostens, wer sich daran noch erinnert. Sie werden heute Lieder und Schlager hören, die Sie im Radio sonst nicht mehr hören. Und dazu sage ich herzlich willkommen, Hans-Jürgen Bayer. Haben Sie alle einen ganz herzlichen Dank für die so freundliche Begrüßung. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe mich auf Sie... Nein, noch nicht. Danke. Dann begrüßen wir ganz herzlich den Chef des Hauses. Bitte mal einen Applaus, der so wunderbar die Technik macht. Bitte schön. Ich finde das hier wunderschön. Ich finde, hier reingekommen ist gleich eine schöne Atmosphäre. Ich wollte Ihnen eigentlich viel Neues vorstellen und natürlich auch Altes. Neues ist manchmal auch Altes. Ich habe nämlich ein neues Album herausgebracht und es war immer der Wunsch meines Fanclubs, meiner Freunde, die sagen, Mensch, sing doch mal deine alten Lieder wieder. Die werden nicht mehr gespielt, aber wir haben alle deine Schallplatte und so. Die ersten Jahre habe ich mich davor, da dachte ich, Mensch, nee, du musst viel, viel Neues machen und vieles auch machen, wo ich dachte, was ich früher nicht singen wieder durfte, weil man konnte nicht jedes Lied singen, das war dann aus dem Westen und was weiß ich. Also jedenfalls, ich habe jetzt ein neues Album rausgebracht und jetzt bringe ich ein paar Lieder von mir, ein Medley der alten Lieder noch vor 89. Ich hoffe, ihr freut euch. Bis dann. Ich kann nicht mehr. Nein, ihr Lieben, darf ich mich von euch allen ganz herzlich verabschieden? Nein. Ihr Ausbeuter. Ja, natürlich. Ach Quatsch. Was wollen wir noch? Ihn machen wir noch. Ihn singen wir noch zusammen. Ja, und das sage ich jetzt dem Chef, der das alles so prima macht. Wir verstehen es gut. Das kann nur besser werden. Bitte. Dankeschön. Ich möchte das Dankeschön weitergeben. Sie sind so sympathische Menschen, muss man so sagen. Und mich hat es einfach gefreut. Sie müssen alle wissen, das meine ich einfach ernst. Ich war in meiner Kindheit jedes Jahr einmal mit meinen Eltern an der Ostsee. Und Rostock war die schönste Stadt für mich, die ich kannte. Und dann gab es ja Graal-Müritz, also von Stralsund dann rüber Rügen, dann Binz und Graal-Müritz, ja, wo waren wir denn überall? Ahlbeck auf Usedom und so. Also jedenfalls, ich muss Ihnen sagen, dass ich hier oben mich sehr wohl fühle und Sie als Menschen sehr schätze. Ich bedanke mich, es war einfach sehr schön, natürlich komme ich gern wieder. Und ich würde Sie darum bitten, ernähren Sie sich gesund. Vergessen Sie aber nicht, selbst der härteste Veganer möchte nicht ins Gras beißen. Und trotzdem gesund ernähren, immer alles in Maßen, sodass wir uns alle hier in diesem wunderschönen Hause in 50 Jahren wiedersehen können. Hans-Jürgen Bayer. Landgasthaus Gute Laune in Lichtenhagen-Dorf.